So, moin Freunde, gerade eine kleine Pause eingelegt während den beiden Aufnahmen, beziehungsweise der Aufnahme von vorgestern und der Aufnahme von heute, denn ich war joggen. Und jetzt bin ich schlapp genug, um gegen Hamburg zu spielen. Aber was man echt sagen muss, normalerweise denkt man so, okay, wir gehen gegen Hamburg, wird kein Problem. Tja, Hamburg steht auf Platz 5 hier und ist nur 4 Punkte von uns entfernt. Gott, ich muss aufpassen. Und ist nur 4 Punkte von uns entfernt und, ich glaube, ein kleiner Hoffnungsschimmer ist das hier. Die haben nur 18 Tore geschossen. Wenn man sich so den Trend anguckt, Leverkusen hat 23 und wir haben, boah, gleich mit Bayern 24-10, 24-10. Dortmund hat eins mehr geschossen, aber dafür auch zwei mehr reingelassen. Also, das ist schon alles recht ausgeglichen, außer eben Hamburg. Und Hamburg hat 18-14. Müssen wir mal gucken. Der Vorteil ist, ja, gut, doch ein bisschen kicken, dass wir das hier einigermaßen wirklich hinkriegen. Würden Kirchhoff sogar spielen lassen. Kolasi natürlich auch drin lassen. Uschida muss ich zwangshaft drin lassen. Und auch Hazard lasse ich drin. Denn die sind einfach zu wichtig. Vor allem Hazard. Ich meine, der hat jetzt die letzten drei Spiele getroffen. Dann kann ich den jetzt nicht rausnehmen, nur weil der ein bisschen nicht so fit ist wie die anderen. Boah, das war doch mal. So. Wir sind im. Ja, hier noch in der Emtech Arena. Und ja, Hamburg ist momentan echt gut dabei. Hat die Saison stark begonnen. Und ja, steht auf Platz 5 der Liga. Wir sind Erster. Das heißt, wir haben was zu verteidigen. Ja, da ist Rafa van der Vaart. Ich sag mal so, stellen wir bei uns im Tor eine Sylvie van der Vaart rein. Ich glaube, dann kriegen wir auf jeden Fall ein Gegentor von Rafael van der Vaart, denn der trifft gut. Gucken wir mal drauf. Also, man muss echt sagen, die haben echt schon doch ein recht starkes Team da zusammengestellt, die Hamburger. Aber ich hoffe, dass wir etwas stärker sind. Und versuchen wir das natürlich irgendwie zu machen, das Ding. Also Schürrle, Hazard, Draxler, also Top-Besetzung. Bis auf Nastasic, der ist nicht dabei, der kriegt eine kleine Auszeit. Dafür spielt Kirchhoff, aber ich glaube, Kirchhoff ist auch eine recht gute Ersetzung für. Auch wenn man das, auch wenn man sagen muss, dass Nastasic wirklich einen astreinen Job bisher macht bei Schalke. Macht von Boateng auf Draxler. Ja, Draxler will da in die Mitte ziehen, kriegt den Ball aber abgenommen, weil Laufweg nicht optimal war. Und Hamburg jetzt zum ersten Mal über links. Durchgespielt im Rückraum ist Arslan. Der Ball kommt auf Van der Vaart. Die Flanke kommt rein. Da muss Schalke zum ersten Mal noch aufpassen. Das war nicht ungefährlich. Und Draxler. Balotelli. Schön durchgespielt, Schürrle. Boah, Probleme da. Ja, Schalke hatte auch anscheinend Foul begangen. Deswegen wieder Vorteil, aber jetzt Hamburg, schnelles Gegenspiel. Und Achtung! Van der Vaart, aber Chesney. Und gut gemacht von Boateng und jetzt Eden Hazard über rechts. Und das ist und so, muss man einfach sagen, kennt man Hazard.
Viertes Spiel, viertes Sonnen hat sich angedeutet. Und er hat so viel Fahrt aufgenommen. Keiner geht auf ihn drauf, legt ihn sich nochmal kurz rüber, zack ins lange Eck. Und ich glaube, Eden Hazard ist wieder da. Kann man jetzt ganz offen sagen. Denn so ein Ding hätte der vor 5 Spielen oder vor 6, 7 Spielen noch nicht gemacht. Gehe ich ganz stark von aus. Und dann nimmt er einmal Fahrt auf und macht in seinem dritten Bundesligaspiel hintereinander auch das dritte Tor. So, Viertelstunde jetzt gespielt, jetzt haben wir natürlich erstmal bedient. Denn dieses Gegentor fiel eindeutig viel zu einfach. Da muss man vorher irgendwie versuchen, den Hazard aufzuhalten. Aber die komplette Abwehr blieb da untätig. Ah, Schürrle, Kolasinac mit Abnahmen Problemen, der Ball kommt rein. Für Diekmeyer aber, er kann ihn nicht durchstecken. Hier nochmal das Tor. Zack, rübergelegt, mit links direkt abgeschlossen. Sehr stark gemacht. Natürlich auch vorher. Ausgangssituation kann man eigentlich auch sagen, war da der gewonnene Kopfball von Boateng. Hier Chesney jetzt mal in Aktion. Ich glaube, das müsste Chesney gewesen sein, diese Faustabwehr. Aber wieder kommt Hamburg. Schürrle ist da. Stark. Boateng. Und Draxler. Bisschen verdribbelt. Holten sich beide den Ball wieder. Draxler. Dropny. Da muss Hamburg den Ball früher klären. Da kriegt Draxler viel zu leicht den Ball wieder. Boateng steht alleine. Ein weiter auf Draxler. Und wieder Dropny stark gehalten. Also Schalke hat hier die Chancen. Und Kirchhoff gut den Ball wieder geholt. Und Balotelli bringt auf die Flanke und Schürrle kommt sogar dran. Aber wieder ist Drop nieder. Fängt den Ball ab. Der Kopfball jetzt auch nicht wirklich gefährlich. Oh, der hätte Schalke früher draufgehen müssen, denn jetzt kommt Hamburg näher. Aber Kolasinac. Der Ball auf Draxler ist nicht optimal. Schade. Hätte vielleicht sogar flach spielen sollen. Dann hätte das auch nochmal ganz anders ausgesehen. Schürrle macht auch einen guten Job. Und Hazard. Im Rückraum Boateng. Macht's auch ruhig. Ah, Draxler. Falsche Entscheidung. Ja, halten den Ball jetzt erstmal in der Mitte. Versuchen, Rovi ein Spiel aufzubauen. Aber Boateng. Und Hazard kriegt hier eigentlich fast den Ball geschenkt. Den Ball wieder abgenommen. Dann sollte der Überraschungsball auf außen kommen, aber da standen zu viele. Kirchhoff.
Da wird gedoppelt, aber das wird dann als Foul gewertet vom Schiedsrichter. Die Flanke kommt. Erstmal geklärt. Er wird direkt auf Außen katapultiert. Immer noch Hamburg. Gut den Ball behalten. Flanke kommt. Chesney. Gut gehalten von Chesney. Dann auf einmal Uschida. Und jetzt ist erstmal Halbzeit. Ein kurzer Hinweis der Feuerwehr. Wer 1-0. Durchhasar. Ich sage, gehen direkt in die zweite Hälfte rein. So, Hamburg muss sich steigern. Hat natürlich Chancen. Hamburg muss sich aber steigern. Rotelli, Hazard, Hazard, boah, dass er den nicht macht. Das ist schon ein bisschen bemerkenswert. Oshida, lässt da Jiracek laufen. Aber Thiago klärt. Mal Befreiungsschlag. Und Balotelli ist da. Ball wird wieder ins Aus befördert. Boah, dann so ein Einwurf, ey. Und da muss Schalke näher am Mann sein. Aber Kirchhoff ist da. Es gibt Eckball. Hätten eigentlich weiter ins Ausgehen lassen sollen. Vielleicht ein bisschen schlauer gewesen und Chesney muss wieder ran. So, Hamburg hatte jetzt erstmal Dauerspiel. Oh, zu leicht den Ball wieder gegeben von Thiago. Und Balotelli! Oh, den macht er auch nicht. Den darf man schon mal machen. Und Hazard. Boah, und Trapani stark gehalten. Den Kopfball da von Draxler. Boah, Höwedes. Da weit raus.
Boateng macht auch momentan einen guten Job. Achtung! Und jetzt gibt Blackball, aber jetzt wechsle ich erstmal. So, ich bringe mal wieder Varela. Ich habe gesagt, ich setze Hummels auf Außen. Varela für Innenverteidigung, weil Uchida sich auch mal ein bisschen Auszeit verdient hat. Den kommt rein. Vorher ist geklärt, dann ist Kolasinac da. Dann Schürrle, gut gemacht. Und Obasi ist auf Außen. Und Balotelli kommt nicht zum Abschluss. Mate bis da. Obasi. Aber es geht einfach für Schalke. War ein bisschen eng da. Die Flanke kommt. Matip zweimal. Und Kirchhoff, gut. Oh, Jiracek, der Pass kommt an. Auch der Pass geht auf außen. Die Flanke kommt. Und Kolasinac. Aber dann hauen sie alle ab und dann kann Hamburg gleich den Ball wiederholen. Oh, der Ball kommt rein! Boah. Haben wir nicht gerechnet. Szczęsny kommt raus, aber dann stellt sich der Hamburger. Ich weiß nicht genau wer. Ich würde jetzt schätzen, dass das Lajoga war. Mit dem Rücken zu Szczęsny. Und dann wird es für Szczęsny schwer, an den Ball zu kommen. Ohne einen Foul zu begehen. Aber es war ja nicht weiter schlimm. So. Ne, Lajoga kommt jetzt gerade. Dann war das ein anderer. Und Draxler. Obasi. Ah, Balotelli. Jetzt sogar noch einen hinterher. Und Schüle. Ah, shit. Und Hamburg nochmal. Nochmal rein. Kirchhoff macht das gut. Und Hövedes. Dieses Ding, kein Abseits. Balotelli, aber auch der Ball. Geht dran vorbei, den macht Balotelli normalerweise drin, aber auch in diesem Fall geht der Ball doch noch deutlich dran vorbei. So, 90. Minute ist abgelaufen. Das sind wieder drei wichtige Punkte, die Schalke hier auch dann
gegen einen starken Konkurrenten mitnehmen kann. Achtung, da kommt nochmal die Chance. War aber abseits. Aufregung für gar nichts. Mal gucken, war es wirklich abseits. Und es stimmt auch, der Ball, wie die Flanke wird abgegeben. Wenn er im Abseits steht. Und jetzt ist Feierabend hier in Hamburg. Und Schalke 04 holt den nächsten Dreier. Und da dürfen sich die Spieler auch mal freuen. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr euch ruhig ein Abo gönnen. Hätte ich nichts dagegen. Und haut da rein. Ciao, ciao.